willkommen zu einer weiteren Folge im Landwirtschaftssimulator 19, ja, auf der Willis Old Farm. Ich habe schon mal offscreen den Auftrag hier mit den Rüben beendet. Da müssen wir jetzt noch alles verkaufen. Ich könnte ihn schon abschließen, aber ich will natürlich den Ertrag haben. Ich muss mal schnellstens hier was runterschrauben, damit das nicht wieder so krass ist. So, Fahrzeug, das. Ja, müsste passen. So, und dann wird es wahrscheinlich, oder werden wir uns zu 100% einen Kredit nehmen müssen, gucken wir mal, was das billigste Feld ist, was logisch ist, was wir uns leisten können und so, dass wir vielleicht schon mal anfangen, Schafe zu kaufen. Auch auf einmal kriege ich Geld. Weißt du, kurz vorm Ende. Das ist eine Verarsche, Alter. Also das ist anders frech hier. Tch, ne. Also das ist mal richtig frech. Ein Hänger voll. Und ja, ich krieg nur 1,5 davon. Was ich dazu sagen soll, weiß ich auch noch nicht. Ich finde das schon ein bisschen frech. So. Können wir den jetzt abschließen? Können wir die Zeit wieder ein bisschen hochschrauben? Perfekt. Ein bisschen Geld haben wir. Und dann gucken wir mal, was wir uns für ein Feld leisten können. Cool wäre natürlich hier irgendwie im Hofnähe. Aber das sieht alles ein bisschen mau aus. Die zwei wären zwar cool. Gucken wir mal gleich, was das ist. Aber sieht halt echt nach Wiese aus. Ja, Wiese, gut. Ja, müssen wir doch erstmal gucken, dass wir irgendwie ein Feld kriegen. Jetzt holen wir erstmal schnell den John Deere vom Händler ab mit der Spritze. Jetzt habe ich mich doch ein bisschen verlaufen, ne, doch nicht. So. Und dann gucken wir mal, weil am Hof sind ja so Tanks, ob wir da vielleicht die Spritze füllen können mit Pflanzenschutz. Aber das mit den Feldern, das lässt mir keine Ruhe. Ich brauche. Das lässt mir doch keine Ruhe. Gut. Das ist natürlich nicht gerade prickelnd. Ja, moin. Das ist jetzt. Ja, wir kaufen uns die Wiese, holen uns ein bisschen Graslandschaft und machen Schaf. Also, das wäre dann. Doch, das machen wir. So, was haben wir denn hier überhaupt für Mähwerke drin? 60 PS, 70 PS. Ja, ich glaube, Mähwerke nehme ich dann so erstmal mit rein. Ist ja schön, da gestern was gekommen, deswegen. Ja, gut. So, 100.000 brauche ich erstmal.
So. Damit haben wir ein neues Land und können dann auch in die Graswirtschaft mit eingehen. Das ist tipptopp. Nur anders geht's halt im Moment nicht. Ich war auch überlegen, den Traktor zu verkaufen, aber ist halt die Frage, ob es lohnt oder ob es nicht lohnt. Ja gut. Müssen wir gucken, erstmal gleich das Feld düngen, Pflanzenschutz drauf und dann abwarten. Ich bin guter Dinge, dass das doch bald alles tipptopp läuft. So. Ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht so laut von den Fahrzeugen, sodass das lauter ist als ich selber. Deswegen fahre ich Innenansicht, weil von Außenansicht ist doch ein Ticken und nur ein Ticken lauter. So. Gucken wir doch gleich mal direkt. Ob da was geht oder nicht. Ein Trigger, aber hier geht nichts. Gut. Das ist natürlich schlecht. Jetzt fahren wir erstmal düngen. Am besten mal gucken wegen Pflegebereifung schnell. Aber gut, dass das da nicht funktioniert, ist doch echt schade. Pflegebereifung passt. Aber wenigstens haben wir jetzt den Auftrag, wenn nicht ein bisschen Geld, gut, viel ist es nicht, aber was wäre denn, wenn wir Fendt 11 Favorit? Ist das der hier? Das ist der 150 PS. Was habe ich denn? John Deere M. Ja, ein bisschen was an Traktoren drin. Gut, macht eigentlich keinen Unterschied. Vielleicht verkaufen wir einen Traktor, damit wir. So. In der Folge ist auch nicht wieder viel passiert, aber gut. Müssen wir jetzt halt leider durch. Unkraut ist auch schon extrem. Vielleicht können wir hier auch einen Striegel holen. Ach, gedüngt ist schon. Ja, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, tauschen wir das aus und. Ne, warte mal. Müsste ja theoretisch noch klappen.
Echtzeit striegeln und dann gucken wir mal. Doch eine kleine Planänderung. Uiuiui. Ich mache jetzt gleich was, ich setze jetzt gleich einfach zurück, was ich jetzt halt so nie machen würde. Aber ne, mache ich auch nicht, ich fahre dahin. So. Den stellen wir in die Halle. Also vieles in der Folge echt nicht passiert, aber gut. Macht man leider nichts. Ich hätte auch mehr gern gezeigt, aber ja. Fahren wir noch schnell wenigstens hoch. Verkaufen das, holen uns einen Striegel. Und dann. Ja. Tempomat rein und an. Gut, ich hätte auch gedacht. Oh. Entschuldigung, Schluck Kaffee. Das ist halt. Doch da einen Verkaufsträger gibt, weil es so aussah, ist nicht schade eigentlich. Ah, gut, was kostet denn ein Striegel? Ich muss sagen, ich habe im Striegel noch nie gearbeitet. Ich habe immer halt nur gespritzt, deswegen muss ich sagen, in den 2 Jahren oder 8 Jahren, doch, das kam mir glaube ich 2018 raus, wo ich das Spiel habe, habe ich immer nur mit Pflanzenschutz. Also wird das jetzt der Striegel das erste Mal bei mir gebraucht. Und auch wenn ich gerade das Wort richtig gut verschluckt habe, ja. Auch nicht fein, aber was will man machen? Aber schneller Weg, wir sind schon gleich wieder am Shop, deswegen passt das. Und ich denke mal, ich werde das Mod-Paket, was da gestern kam, von Fellach reinpacken. Da ist doch gute Graslandschaft drin und das, ich denke mal, solange das DLC noch nicht draußen ist, kann ich das hier gut mit reinpacken. So. Verkaufen wir das schnell. Hey. 21.000 ist noch gut. So, was nur denn für ein Striegel ist eigentlich ja voll. Ne, den nicht, dann lieber. Den. So, hui. Geld ist doch relativ bescheiden gerade. Aber gut, das kriegen wir alles gebacken. Ich hoffe, das Klacken von dem Controller hat nicht zu stark, weil wenn doch, dann tut es mir echt leid. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das von hier mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen da und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.